Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder Bloons Tower Defense 5. Und wir schnappen uns ein bisschen Moos mal. Und dann gehen wir in eine Zufallsmission. Oh, schon wieder meine Lieblingsmap. Ich mag die einfach. Die erste, aber die beste. Überraschung, ein Bloon-Platoon hat dich an deiner Flanke kalt erwischt. Absolviere Affengasse auf Schwierigkeitsstufe mittelschwer ab Runde 15. Normales Startkapital, das heißt, die bescheißen uns 15 Runden um die Kohle. Das ist eine richtige Herausforderung, Leute. Ja, was werden wir da machen? Ich würde sagen, radikal, gehen wir's an. Zack, bum, bang, Taktik! Ich überlege gerade, wo, wie, wer, was, wann. So machen wir's. Los geht's. Wave 15. Fangen wir an. Aber das kriegen wir locker, zackig, flockig hin. Und Leute, wir werden das auch ohne Plantage hinbekommen. Ja, ich mache das ohne Bananenplantage. Probieren wir das mal. Das sollte ganz gut hinhauen. Ja, was heißt ganz gut? Ich werde mich bemühen halt. Oh, ups. Upsala, habt ihr das gesehen? Kleine Schweinchen unterwegs. Auf, das war jetzt nicht vorbereitet, aber interessant. Da müssen wir ein bisschen nachlegen, aber ist ja kein Problem, dazu haben wir es. Hier nochmal ein bisschen nachlegen. Ist schon einiges hier. Wir brauchen vor allem dickere Spikes. Aber das sollte jetzt nicht das Riesenproblem sein. Und schon wieder was durch. Ja, wisst ihr was? Ich muss das ein bisschen. Wir müssen da nochmal anfangen, weil da sind wir jetzt schon zu viel durch. Ich vermisse die Kohle. Wie gesagt, Plantage nehmen wir keine. Bisschen blöder Anfang, aber wir werden das schon noch hinkriegen. So, let's go. Wave 15. Nochmal jetzt, Leute. Wir lassen uns nicht von den Bloons hier verarschen. Wave 16. Ein bisschen Moos brauchen wir dann noch. Gleich mal ein bisschen nachschießen hier, nur zur Sicherheit. So, nächste Wave. Haut auch hin. So, jetzt können wir die da upgraden. Jawohl, dickere Spikes. Wave 18. Die müssen jetzt ein bisschen mehr aushalten hier. So, Wave 19. Und Wave 20. Wir werden dann mehr Spikes raushauen. Damit, jo, unsere Verteidigung gesichert ist. Zack, bum, bang, Taktik. Haut auch wunderbar hin. Und Wave 22 haben wir. Läuft. Wie gesagt, ich werde es ohne Bananenplantage machen. Das kriegen wir so auch hin. Wave 24, 25. Läuft. So, jetzt haben wir auch was gegen Stahlbloons, 26. Und Wave 27. So, die kämpfen sich schon ein bisschen dadurch, da müssen wir nachlegen. Sonst wird es hier kritisch. Aber ist ja kein Problem, dazu haben wir das, ja. So, dann noch mehr Spikes machen wir gleich. Zack, boom, bang, Wave 28. Das sind die Scheißer von Stahlbloons. Aber wisst ihr was? Das schaffen wir auch mit nur der Spike Factory. Wir machen nur Spike Factories. Wir sind jetzt witzig. Sollten wir hingeben. Hinkriegen. So, dann die dicken hier. Die fetten Spikes. Wave 32 immer. Ich mache hier jetzt nur Spike Factories, nicht mal das Dorf. Sollte hinhauen. Die machen wir links und die anderen Spike Factories rechts zum Aktivieren dann. So, dann haben wir hier noch welche hin.
Auch eine schöne fette Spike Factory da. So, da haben wir auch was gegen Stahlblons hier. Läuft! Und machen wir das mal 2-2. Das Upgrade haben wir hier schon. Das machen wir hier dann auch. Wave 35. Und Wave 36. Wave 37 läuft. Wave 38. Kommt schon einiges, aber es geht ohne Probleme. Wave 39 ist in der Haus. So, jetzt nehmen wir hier die dicken. Wie gesagt, nur Spike Factories benutzen wir in dieser Challenge. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Das wird nur lustig. So, dann machen wir hier langsam Boss Upgrade, Wave 41. Hier eine zum Aktivieren. Da machen wir noch eine zum Aktivieren. Beziehungsweise die gebe ich hier hin. Auch gleich Mittel Upgrade. Und Wave 44, Leute. Wave 45. Jetzt nehmen wir das Max-Upgrade, dass wir was zum Aktivieren haben, falls es ist. Wave 46, da ist der Boss und weg ist er. Wave 47. Haufen Keramiks. So, ich brauche das jetzt langsam hier zum Aktivieren. Das wäre nett. Ja, da kommt mir jetzt doch ein bisschen viel da nach hinten. Das gefällt mir nicht. Aber ist sie nochmal ausgegangen. War aber schon knapp. Wave 48. Jetzt würde ich den da gerne ausbauen als nächstes. Wir machen lauter zum Aktivieren dann noch. Ich überlege gerade, welche oder wo man noch einen hin könnten. Hier vielleicht. Hm. Das ist nirgends so wirklich gut. Wave 49, Leute. Aktivieren wir das mal hier. So, den zweiten haben wir auch gleich ready. Zack. Wunderbar, Wave 51. Wave 52. So, dann würde ich den langsam auf Max hier. Wave 53. Aber ich bräuchte noch eine zum Aktivieren. Gehen wir hier hin. So. Hat ganz gut funktioniert. Brauchen wir auch. Wave 55. Kommt so ein grauslicher Stoß, aber die halten wir schon auf. Nicht das Problem. Zur Not aktivieren wir hier auch. Jawohl.
Und Wave 56. Wave 57. Es läuft. Mal das aktivieren hier. So, jetzt haben wir 3 zum Aktivieren, das reicht vorerst. Und als nächstes machen wir den da. Wave 58, Leute. Überhaupt kein Problem. Wave 59. So, da haut wunderbar hin. Wir sparen jetzt auf den da. Auf Max Upgrade Wave 60. Da kommt so ein roter. Aber das wird jetzt nicht das riesige Problem. Wave 61. Aufmerzen. Jawohl, haut hin. Zur Not einen dritten nur aktivieren. Sicher ist sicher. Wave 62. Läuft. Alles wieder ready. Und Wave 63. So, das müssen wir auf jeden Fall aktivieren, weil der wird sich jetzt gleich hier durchfressen. Und nochmals. Und das dritte Mal dann. Was? Wie sind denn die jetzt durch? Hä? Das habe ich gar nicht gesehen. LOL? Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass die durch sind, Leute. LOL. Gut, das probieren wir nur mal. Wir lassen uns hier nicht verarschen. Ich werde das auch ein bisschen anders machen. Wir werden hier einen hin, hier einen hin. Wir werden das ein bisschen anders machen. So, los geht die Party. Ich probiere es trotzdem nochmal ohne die Bananen-Factory, weil, ja, mit nur diesen Dingern da. Ich bin mal davon überzeugt, dass wir das hinkriegen. Es wird schwierig, aber es ist machbar. Da werden wir... Das war knapp. Das werden wir schon hinkriegen irgendwie. Nächste Wave, liebe Leute. Einmal nachlegen, nur zur Sicherheit. Passt. So, hier auch ein bisschen nachlegen. Jetzt haben wir schon dickere Spikes, dann haut das hin. So, da brauche ich aber wahrscheinlich nur... Ne, geht's hier aus? Wave 19? Und Wave 20. Zack, Wave 21. 22. Und 23. Wir kriegen das schon hin, Leute. Wir kriegen das schon hin. Einfach nur ein taktischer Fehler vorher. 63 ist jetzt schwierig, das wissen wir. Gut, das haben wir vorher wahrscheinlich auch gewusst, aber ein bisschen unterschätzt, aber kein Problem, wir werden das hinkriegen. Wave 26. So, das sollte eh wieder bald zackig da sein, dann wird es wieder spannend in den hinteren Levels. Und ich werde auch wieder nur Spike Factories bauen. Das ist sicher lustig. Da werden wir ein bisschen nachlegen müssen, habe ich so das Gefühl. Oh ne, geht sich doch aus. Oder auch nicht. Na, haut hin. So eine knappe Sache hier. So,
So, Wave 28, das sind die Stahlbloons, das waren sie besser gesagt. So, jetzt haben wir hier das 2-2er Upgrade. Jetzt machen wir den nächsten Spike Factory. So, und wir werden hier eine zum Aktivieren und hier mache ich die mit den dicken Spikes dann. Wir machen das jetzt mal andersrum. Müssen wir die nur auch ein bisschen upgraden hier. So, komm, gib mir die 855. Wir sind in Wave 33. Und Wave 35 läuft. Wave 36. So, hier haben wir auch das 2er Upgrade. Die nächste Spike Factory. Gehen wir hier nach hinten. Machen wir auch gleich 2-2 Upgrade. Ja, haben wir hier auch. Und dann machen wir hier nur eine. So, da steht sie gut. Das läuft. Wave 41 ist es. Und Wave 42. Wave 43. Wave 44. So, dann hier machen wir nur eine zum Aktivieren und das sollte dann reichen. Dauergespike hier sozusagen. So, dann würde ich sagen, am Anfang machen wir die ganz dicken da, nachher und die anderen alle zum Aktivieren. Wave 46 und 47. So, jetzt haben wir hier die dicken. Wave 48. Erste zum Aktivieren mache ich da hinten. So, Wave 49, eine sehr giftige Wave, wie wir wissen. Und Wave 50 war überhaupt kein Problem, den ersten zum Aktivieren haben wir auch ready. Jetzt machen wir die zweite zum Aktivieren hier. Wave 51, Leute! Wave 52! Und Wave 53, es läuft! Aktivieren wir das mal, dass da nicht alles runtergeht. Haut hin. Wave 55. Ein paar grausliche Stöße kommen da. Das
So, das haben wir auch noch ready hier. Einmal aktivieren wir es mal. Wunderbar, haut hin. Wave 56. Dann wird der als nächstes abgegradet. ...57... Das läuft wie geschmiert. Und Wave 58. Wave 59. So, jetzt schauen wir mal, was kostet dieses Upgrade hier? 13.000. Schon ein bisschen mehr. Eine müssen wir jetzt aktivieren. Jawohl, sonst kommt hier zu viel. Wave 60. Das müsste so gehen. Den dicken da, den kriegen wir so auch. Und Wave 61. Einmal aktivieren. Ein zweites Mal zur Sicherheit. Und haut hin. So, Clank haben wir das. Der ist nämlich sehr wichtig, würde ich sagen. Wave 62. Überhaupt kein Problem. So, wie viel fehlt denn noch? Gute 1000. Das kriegen wir jetzt hin. Wave 63. Das ist doch diese giftige Wave, ne? Machen wir gleich so. Haben wir jetzt endlich genug? Oh ja, jetzt auch. So, jetzt haben wir die Dicken hier. Und nochmal aktivieren hier. Diesmal gehen die Säcke uns nicht durch. Jawohl, haut hin. Diese Dicken hier, die sind göttlich. So. Wave 64 haben wir da. Mal so aktivieren hier. Jawohl. Haut hin. Wave 65, die letzte Wave. Diese Dicken hier, die sind wirklich praktisch. Jawohl. Die halten die lang genug auf, dass hier X-Spikes überall sind. Das sollte ohne Probleme hinhauen. Nehmen wir einmal das hier. Dann geht's noch leichter. Dann den hier noch. Jawohl. Gleich mal gewonnen, Leute. Jawohl. Schöner Win. Ohne Bananenplantage. Nice one. Strategisch wirklich besser gemacht. War wirklich ein netter Win. Und ja, die Map scheint beliebt zu sein. Ich liebe sie auch. Ist meine Lieblingsmap. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Danke fürs Zusehen, Leute. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss!